Tja, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt, dass wir beide wirklich gejubelt haben hier nach dem Qualifying. Oh ja, schöne Bilder. Aha, ich sehe Trockenreifen, das freut mich. Es sieht auch sehr gut aus vom Himmel her. Aber die drohenden 44% Regenwahrscheinlichkeit, die sind natürlich immer noch da. Renntag am Nürburgring, ihr habt gerade gesehen, ein Abklatschen des Ferrari-Piloten und meiner Wenigkeit. Und der Ferrari-Pilot, es war natürlich der Barney. Ja, liebe Leute, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen hier zum Renntag am Nürburgring, Deutschland Heim Grand Prix. Ja, Wetter, Baumi, du hast es angesprochen, sieht an sich ganz gut aus. Blauer Himmel, ein paar Wölkchen sind zwar oben, aber an sich ganz, ganz fein. Aber ich bin trotzdem bei 44% Regenwahrscheinlichkeit, glaube ich schon, dass es da mal zum Tröpfeln auf jeden Fall anfängt. Also bin gespannt, wie sich das während des Rennens auswirken wird. Das denke ich auch. Muss man natürlich jetzt ein wenig überlegen, wegen Rennstrategie, das wäre unser nächster Punkt natürlich logischerweise jetzt auf der Agenda, wie man das jetzt macht, ob man weiß ja nicht, wann es anfängt, weil jetzt sieht es momentan noch so aus, dass es zumindest etwas dauert, vielleicht Richtung erster Boxenstopp, der auch nicht so lange dauern wird, aufgrund der gelben, der Softreifen. Also das wird auf jeden Fall knifflig. Ich denke mal, du natürlich hast den Vortritt, weil du ja hinter mir startest. Gut, dann, also ich starte natürlich auf den Weichen, klar. Haben wir ja auch im Qualifying gefahren. Ja, und dann schlägt er mir auf jeden Fall an sich eine Zwei-Stop-Strategie vor mit zweimal hart. Allerdings, wenn es irgendwann natürlich zum Regnen anfängt, ist die Frage, ob man die weiche Mischung am Anfang ausnutzt. Das stimmt, ja. Das ist jetzt die spannende Frage. Ich glaube, ich lasse es mal so. Ich glaube, ich lasse es mal so. Dass ich trotzdem in Runde 8 voraussichtlich reinkomme, auf hart gehe und dann in Runde 19 nochmal auf hart gehe. Und mir das möglicherweise ja dann durchs Wetter alles durchgewürfelt wird. Mein Gott, das ist halt das Risiko dabei, wenn 44% Regenwahrscheinlichkeit auf dem Bildschirm stehen. Aber ich mache das mal so, Benzinstrategie normal. So, mal gucken. Also ich glaube, dann werde ich das ein bisschen anders machen. Dann werde ich, wie du gerade eben schon gesagt hast, was hat er mir jetzt angegeben hier? Dass wir den Option probiert. Nochmal. Nach dem Start. Das Problem ist natürlich. Ja, eigentlich nicht. Wenn es regnet, dann müssen wir ja nicht bei der Mischung fahren. Wenn es also dann nach meinem ersten Stopp regnen würde, wo ich zweimal die Option gefahren bin, dann wäre es normalerweise nicht so schlimm. Und dann Runde. Ja, was ist es denn hier? Runde 7 nochmal auf die Option, dann Runde 17. Das wären 7 Runden, dann lieber 16. Und dann quasi auf die Primes. Das sieht ja so ein bisschen komisch aus mit dem X, als ob ich das nicht dürfte oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise müsste da ja ein Häkchen sein, ne? Ja, da sagt er, glaube ich, an, dass der Reifen zu dem Zeitpunkt bereits kaputt wäre. Ach so. Gut, das kann natürlich. Ja, jetzt stimmt. Jetzt stimmt. Ja, jetzt habe ich Runde 15, da wird es funktionieren. Danke. Ich hätte jetzt da Kein wahrscheinlich Problem. eine Stunde gerätselt, was das da sein soll. Okay, also Runde 7 würde bedeuten nochmal auf den gelben, auf den Soft, auf den Option und dann die 15 auf den Prime mit den zwei Stops. Ist natürlich dann eine lange Zeit, also wenn es nicht regnen würde, 15 Runden auf dem Reifen. Ist eine Hausnummer, ja, aber ich glaube, ich probiere das mal, weil ich auch damit rechne, dass wir hier nicht ohne Gummistiefel rausgehen werden. Das ist die Eifel, Mensch, da muss es pissen. Es geht gar nicht anders. Sind mal gespannt auf jeden Fall, wie es im Rennen wird, und wir sehen uns gleich in der Startaufstellung. Ganz genau, bis gleich. So Leute, schönes Bild. Baumi auf der 1, Barney auf der 2. Und ja, dahinter Vettel. Das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Sache. Drei Deutsche hier beim Deutschland Grand Prix auf dem Nürburgring Lauf 9 an der Spitze. Viel Spaß. Ja, natürlich auch von meiner Seite. Viel Spaß hier beim Rennen. Bin gespannt, wie es wird. Ja, es war schon ganz gut. Natürlich ist die Frage, wie man. Oh, wo kommt denn er jetzt Oh, her? Rosberg. Oh, das war knapp, das war knapp. Wo kam denn der Mercedes auf einmal her? Der ist komplett innen durchgestochen. Das hat Der mich hat sich auch gewundert. weggedreht leicht dann. Ja, mein Fahrer hat nämlich noch gemault. Ja, meiner auch. Aber ich glaube wegen dir. Und dann bin ich ein bisschen weit gefahren. Ich habe jetzt schon wieder Alonso hinter mir. Ja, der hat anscheinend einen sehr guten Start, beziehungsweise von dem kleinen Chaos dann durch Rosberg anscheinend ein bisschen profitieren können. Wundert mich, dass ich nicht noch eine Strafe bekommen habe dafür.
So, du hast mir gerade ordentlich Funken entgegengeschmissen. Entschuldigung. Was erlaube ich mir? Eine Frechheit. So, wenn jetzt hier schon DRS offen wäre, dann wäre das relativ easy, glaube ich, vorbeizufahren. Jetzt aber nicht unbedingt. Ah, das ist einfach nicht meine Kurve. Da kann ich sagen, was ich will. Ja, ich meine, Quersteher passieren natürlich jetzt am Anfang auch aufgrund der Reifen, weil die noch nicht ganz warm sind. Bin ich gespannt, wie die da hinter uns mithalten können. Ob der Alonso da vielleicht sogar angreifen kann. So, Himmel wird da hinten schon dunkler. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt hier, Mercedes Arena, hier ist noch alles gut. Macht der Alonso Eindruck, oder? Ist schon nah dran, ja. Ein bisschen weit gewesen. Dann haben wir sie, die beiden roten Autos. Die führen sowieso schon deutlich in der Konstrukteurs-WM. Jetzt hier schon wieder Platz 2 und 3. Ja, Alonso vorbei, ich habe mich verbremst. Ja, Hauptsache, da ist nicht noch einer durchgeschlüpft, aber da ist, glaube ich, sogar noch einer dicht hinter dir, ne? Jo, Button. Oh, Teamkollege. Grüß ihn mal von mir. Hallo, Button, du kommst nicht vorbei. Boah, das ist auch eine Ecke, die ist auch laut ohne Ende. Der ist noch nicht offen, ne? Das wird wahrscheinlich dann nicht klappen hier. Dass du da vorbeikämst. Aber jetzt hier vorne müsste es aufgehen. So, jetzt haben wir es enabled, wie man so schön sieht. Aber einsetzen kann man es natürlich erst jetzt dann im letzten Sektor. Oh, ein bisschen weit. Und Alonso mit der Berührung. Okay, ich schlüpfe wieder durch. Was war der so dicht hinter mir? Jetzt bekomme ich eine Strafe dafür. Nee, oder? Ja. Caused a collision. Okay, Durchfahrtsstrafe, oder was? Ja. Eieiei. Naja, du bist von der Ideallinie, ich hab's nicht so genau beobachtet, von der Ideallinie ein bisschen abgekommen und dann habt ihr euch berührt. Ja. Und dadurch hatte dann Alonso keine Speed mehr und ich bin vorbei. Ich weiß nicht, ob das dann der Grund war, dass du da eben nicht auf der Ideallinie warst. Und ihn hättest eigentlich vielleicht durchlassen müssen, keine Ahnung. Naja, das zählt ja nur, wenn du mit deinem Auto außerhalb der weißen Linie bist und dann zurückkommst. Okay. Ja, das war ja nicht der Fall. Nee. Muss auch ehrlich zugeben, ich habe ihn nicht gesehen. Das kommt da noch dazu. Aber das ist ein langes Rennen. Also das dauert jetzt noch 27 Runden. Wir haben ja das drohende Wetterchaos auch noch. Das muss ich dann so mitnehmen, ne, das Ganze. Wird ja nichts anderes übrig bleiben. Das hatte ich ja in Bahrain mit dem Marussia. Mit Bottas am Start. So, Alonso soll reinkommen, sagt er mir. Er lässt sich aber nicht abhängen da hinten, ne? Nee, der bleibt dran. Bloß dahinter, hinter Button ist dann ein kleines Loch. Mal gehen, wo die Mercedes sind. Auf jeden Fall dahinter kann sich einer schon ein bisschen absetzen, aber natürlich, aber keine Ahnung, wer das war oder wer das ist. Ja, da unten sieht man es jetzt schön auf der Karte. Ich muss jetzt gucken, ich glaube, ich darf noch einmal durchfahren, bevor ich das absetzen muss. Normalerweise ja.
So, Penalty Reminder. Mal schauen, was steht, ja. Within 2 laps, also habe ich noch eine. Oh, Alonso mit der ist vorbei. Konntest du kontern? Nee. Jetzt vielleicht die unten. Bin ein bisschen weit weg. Ja, das ist dann schwierig. Da ist eher noch der Button jetzt. Ja gut, ich habe aber auch DRS, von daher ist nicht so... Habe ich jetzt keine Angst vor Button. Er gibt auf jeden Fall ganz gut Gas, der Spanier. Mit der schnellsten Runde jetzt. Ja. Ja, der hat sich was vorgenommen. Ist ja schon WM-Führender. Also ich habe jetzt sozusagen die Drive-Through-Penalty und dann muss ich auch schon wieder rein zum Boxenstopp. Kommst du in Runde 7? Da sind mir gerade die Reifen gezeigt. Also sie sahen schon nicht so gut aus. Nee, meine schon auch gar nicht gut aus. Meine sind allesamt orange. Obwohl ich eigentlich wirklich nur eine Schnelle auf diesen Reifen im Qualifying drauf hatte. Ja, ich auch. Oder bin ich 2 gefahren? Ne, ich habe nur eine. Ach ne, doch, ich bin 2 gefahren, nicht Trottel. Ich habe die erste abgebrochen. Hast du bei deiner ersten schnellen Runde nur eine gefahren? Ja. Hättest vielleicht dich doch nicht mehr verbessern sollen, ne? Ich hatte damit gerechnet, dass die nochmal nachlegen würden. Also, dass die Jungs sich nochmal verbessern würden, aber da kam ja gar nichts mehr. Das war ja ganz komisch. So, jetzt wird's bei dir ja doch nicht ganz gefährlich, ne? Der Button kommt nicht so richtig daran. Nee. So, ich fahr durch. 34,4. Also, er hat sich nochmal verbessert. Was ein Päckchen jetzt hier. Wo bist du rausgekommen? Hinter Vettel auf der 11. Irgendeiner fährt hier Full Revs. Ich weiß natürlich nicht, wen der jetzt gemeint hat. Auf wen der das gemünzt hat. Was ich noch nichts gehört habe. Über Regen. Nee, da wollte ich, habe ich mir gerade eben auch gedacht. Regentechnisch ist dann noch nichts im Anflug scheinbar. Bei den Silverstone, da ging das ja schon ganz am Anfang los, da hat er uns ja schon Bescheid gesagt. Das ist noch relativ lang. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was da in Silverstone für eine Uhr stand, also was für eine Prozentzahl an Regenwahrscheinlichkeit. Dürfte recht ähnlich sein. Sonst fahren die vor mir alle rein. Also der Vettel ist drin, ich glaube Mercedes da vorne habe ich auch gesehen. Ich konnte ja schon mal üben. So, Leute, packen wir mal die Options drauf. Da Ferrari drin gewesen, warst du das oder Alonso? Das war ich, ja. Gar noch gesehen, wie wir los fuhren. Da ist Vettel. Ich durfte Gott sei Dank sofort wieder los. 3,4. Meine Standzeit. Ich musste da nicht warten. Wir haben jetzt ein bisschen Pech. Ich glaube, der Vettel könnte Glück haben. Der kommt genau zwischen den Marussia von Bianchi und Bottas. So, mal gucken, ob ich da außen vorbeikomme. Das passt wunderbar. Das kann ich. Also Vettel hat auf jeden Fall jetzt die Primes genommen. Scheint ja der Einzige, der hier die Option fährt. Ich wäre jetzt gern vorbeigekommen. Komm ich aber nicht. Hinter mir ist Van der gerade. Fährt der aber weit vorne rum. Das hat jetzt Zeit gekostet mit Vettel. Welcher Position bist du jetzt? Der 18. Okay.
wir jetzt hier. Das war geil. Mit einem übelsten Manöver außen erst an Vettel vorbei und dann auch noch den Bianchi sofort mitgenommen. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Da ist ein Catcher. Mal gucken, wer das ist. Van der Hade. Ja, hinter mir jetzt Rosberg. So, den müsste ich normalerweise jetzt ohne DRS noch kriegen können, hoffe ich zumindest. So, es geht hier wie die Messer durchs Butter. Da staubt's. Da vorne ist ein rotes Auto. Ja, das bin ich. Ich habe natürlich jetzt echt den Vorteil hier mit den Options. Ja, Weber hat auch die Option drauf. Er ist mittlerweile auch vor mir nach seinem Boxenstopp, also ich habe da gut verloren. Musstest du wieder stehen bleiben oder wie? Nee, ich bin perfekt rausgekommen, aber habe dann auch schon während... ich hätte eigentlich nur eine Runde draußen bleiben sollen. Aber die Reifen waren so am Ende. Er hatte dann auch einen leichten Verbremser, wo dann Button kurzzeitig vorbei ist. Und somit habe ich dann den Boxenstopp einfach ein bisschen vorgezogen. Und hier oben, hier vorne ist richtig Party. Getümmel. Ricardo rausgeflogen. Alter Schwede, was ist das hier ein Rennen? Der Mercedes geht ab da vorne, der Rosberg. Kann ich nicht vorbei. Sie haben jetzt beide Mercedes. Jetzt weiß ich nicht, ob mir da irgendwas in die Karre gefahren ist oder ob das vom Körb war. Vielleicht ausgehebelt worden. Ich glaube, das war der Körb. Das war der eigene Fehler. Jetzt habe ich gerade 15 Minutes Rain. Ja. Also jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es wohl Realzeit ist. Also dass es wohl Realzeit dann ist, wie die hier angezeigt werden. Also das würde wirklich heißen in einer Viertelstunde. Nicht dann in 7,5 Minuten. Okay. Jetzt versucht der Mercedes davon, an dir vorbeizukommen. Ist ein bisschen weit gegangen, hier Ausgangs Mercedes Arena. Hat sofort Zeit gekostet. Na, jetzt langsam werden die Primes warm. Fühlen sich besser an. Ich frage mich gerade, was mit dem Hamilton ist, ob der auch schon drin war. Der ist vor mir. Der war mit Sicherheit schon drin. Ich denke mal, so wie der fährt, muss der ja auch fast. Also der könnte ja nicht mit den abgelutschten Dinger da jetzt noch so schnell sein. Der hat auch die Primes drauf. Ja. Der ist bestimmt mit Soft gestartet. So, jetzt wieder alle hier DRS. Bis auf Hamilton, aber ich glaube, dir macht es nicht viel. Oder kommst du da ran? Nee. Ich komme ein bisschen ran, aber reicht nicht zum Angreifen. Oh, Überraschungsangriff gegen Rosberg. Das hat gefunktioniert. Ich fahre zu hart in den Reifen. Ich habe das Gefühl, dass die gleich wieder in die Knie gehen. Hamilton. Da hat er gut gekontert. Das war dann die Innenlinie hier für die Kurve. Ja, ich komme nicht so ganz. Jetzt bin ich durch. Du auch gleich mit, oder? Ja. Das war hart mit der weißen Linie. Ich war da wirklich außen dran am Limit. Also wäre ich dann noch weiter rausgefahren, hätte ich nicht rollen dürfen. Das wäre mich dann außerhalb der Strecke gewesen. Das passte. So, ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Auch vom Wetter natürlich. So,
So, ich glaube, DRS wird mir nicht so viel bringen, weil ich habe ja ein bisschen weniger Topspeed aufgrund des Flügeleinstellungssetups. Oh, da vorne fährt jetzt auf jeden Fall noch einer in die Box. Ist mit Sicherheit einer der Lotus-Fahrer. Ja, das macht Sinn. Nee, Sutil. Sutil. Alonso kontert meine schnellste Runde von eben. Und das deutlich. Um 7/10. Da kommt ein Lotus jetzt rein. Oder, nee, nicht rein, raus. Also rein auf die Strecke. Das war auf jeden Fall knapp vorne mit dem Mercedes hinter mir. Bisschen können wir uns absetzen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Button 4,5 Sekunden vor mir. Der Himmel wird auf jeden Fall leicht dunkler, oder? Ja. Also die blauen Stellen werden jetzt weniger. Aber wir hatten ja eine Stelle der Strecke, war es sowieso schon dunkler. Von Beginn an. Wann musst du jetzt planmäßig wieder in die Box? Ja, ich bin mir sicher, ich glaube 14 oder 15. Okay. Also der fährt wahnsinnig schnell da vorne. Also bin ich eine Sekunde langsamer. Schau mal, wo der auf der Map ist. Wie weit vorne? Ich gar nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Oh, da fahre ich ein bisschen weit innen. Ja, hinter uns, die lassen auch nicht locker. Da kann ich nicht vorbei, das geht nicht. Hauptsache nichts riskieren hier. Wer ist hinter dir? Das ist Grosjean. Das ist der Lotus, der anscheinend eben rauskam aus der Box. Hat das anscheinend ganz gut ausnutzen können mit ein bisschen länger fahren. Der geht jetzt auch gut ab, der Typ. Was hat denn der für Reifen drauf, siehst du das? Ich muss mich gleich mal umgucken, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, das sind die Primes. Oh, du hast mich berührt, oder? Nee, ganz gleich nicht. Zumindest ein bisschen geruckelt. So 10 Minuten leichter Regen. Ey, der hat doch ein Rad ab, der. Fernando spinnt. Oh, meiner flucht. Das kann ich nicht machen. Da habe ich meistens einen besseren Ausgang. Schmeißt ihr mir ein Gras da vor die Nase? Entschuldigung. Also hinter uns ist aber auch eine ordentlich Party, ne? Ja, da geht's gut ab. Jetzt manchmal so ein bisschen schnell einzuschätzen, weil dein Auto ein bisschen springt. Also aufgrund des Serverlecks oder sonst irgendwas. Okay. So, wo ist denn der Grosjean? 7/10 Rückstand. Jetzt hat er mir gerade gesagt, dass Alonso wahrscheinlich wieder reinkommen wird. In Kürze. Aber so wie das aussieht,
Der fährt das Ganze ohne DRS, muss man ja auch sagen. Ja. Hinter mir jetzt, der Grosjean kommt auch nicht richtig ran. Der fährt auch auf Fett hinter mir. Wie sieht's mit deinen Reifen aus? Nicht so schön. Nicht so schön. Und es ist wieder der linke Vorderreifen, der schwer dicht macht. Der ist aber eigentlich in jedem Rennen der Problem, oder? Das oft. Ist Wahnsinn. Das ist oft das Problem, weil natürlich die Kurse alle meistens im Uhrzeigersinn sind. Interlagos ist dann Ausnahme. Und wenn du dir das vorstellst, dann sieht man das ja. Uhrzeigersinn geht dann rechts rum und dann linker Vorderreifen. Ja. Also hinter mir höre ich schon wieder das Jaulen von dem. Ich glaube, ich habe da vorne Button gesehen, stimmt es? Das war Button davon, ja. So, da kam ich jetzt nicht gut raus. Jetzt müsstest du eigentlich vorbeiziehen können. Eigentlich, ja. Soll ich gleich reinkommen? Merkt es schon, ich kann jetzt nicht mehr so schön rausbeschleunigen. Dann wollen mich jetzt reinholen. Oh, und ich mache hier einen leichten Fehler gerade schon vorbei. Ja, das Problem für den war jetzt, er konnte die neuen Reifen nicht nutzen, weil er hinter uns hing. So, alles klar, schon mal verballert hier. Wenn ich jetzt hier reinfahre, ist es nicht so schlimm. Also, wie lange hast du jetzt noch, bis du rein musst? Ich glaube, 2 Runden. Ja, das wird sich wahrscheinlich dann für uns alle nicht ausgehen, also mit dem Wetter hier. Das kann gut sein, ja. Jetzt greift der Lotus mich hier an. Ja, da raucht es ein bisschen. Und der wollte außen an mir vorbei, das war natürlich dann nicht so positiv. Aber ich denke mir, ich lasse ihn jetzt fahren, weil ich muss ja eh rein. Also jetzt hier zu kämpfen und sich da kaputt zu fahren. Fünf Minuten Regen, sagt er jetzt. So, mal gucken, ob das mit den Reifen alles so passt. Nicht, dass die mir jetzt hier nochmal die Options da drauf machen. So, weiße drauf. Also du hast gesagt, die brauchen ein bisschen, ne? Also darf ich jetzt wahrscheinlich am Anfang nicht da fahren wie so ein Berserker. Also meiner Meinung nach brauchen sie ein bisschen, ja. So, den da hätte ich ganz gerne noch hinter mir. Sind mit Vorsicht zu genießen. Was ich sagen kann, ein Mercedes ist vor mir. Ich konnte aber Weber hinter mir halten. Noch. Also im Grunde genommen könnte ich jetzt durchfahren, wenn der Wettergott da nichts dagegen hätte. So, wie sieht's über Benzin aus? Kann leider nicht auf Fett fahren. Schwierig. Kann mir einer sagen, was die Rester hier vorne macht? Vielleicht durchfahren? Ich habe keine Ahnung. Schleicht der? Nee, schleichen tut er eigentlich nicht. Ich glaube, das sind immer die Lotus und die Force India, die durchfahren mit 2 Stops. Wir hatten die auch in Melbourne, hatten wir die auch ganz vorne.
die dann auf 8 und 9, glaube ich, rumfuhren. Jetzt hier vorne betteln sich. Oh, Wern musste jetzt hier den Rosberg vorbeilassen. Ich würde auch noch ganz gerne vorbeifahren. In welchen Streckenabschnitt bist du gerade? Ich fahre gerade Mercedes Arena. Hab den leicht berührt gerade hinten. Muss ich es hier packen. Jetzt bin ich auf der Verfolgung von Rosberg. Ich fahre jetzt runter Dunlopkehre. Also ins tiefste Loch rein quasi. Okay. Sieht Benzin aus, ja, Optimum. So, haben die bei dir schon gesagt, du sollst rein oder dauert's noch? Dauert noch. Ich muss aber momentan jetzt gerade auch auf Mager fahren, weil bei mir war schon minus 1. Obwohl ich eigentlich nicht auf Fett gefahren bin. Das ist manchmal komisch. Ich glaube, die Zweikämpfe natürlich auch, wenn wir da uns prügeln, das kostet natürlich auch immer ein bisschen. Weil du halt doch anders fährst. So, da vorne ist ein Sauber jetzt vor Rosberg und mir. Das wird wahrscheinlich Hülki sein. Ich wüsste nicht, was... Hülki ist vor mir. Okay, dann ist es Gutierrez. Auch beide Force India-Piloten aktuell in den Top 7. Also wenn die natürlich jetzt mit dem Regen, jetzt fängt es an zu tröpfeln. Wenn die noch ein bisschen länger fahren würden, dann können die natürlich dann sofort den Stopp machen. Was macht Rosberg denn hier vorne? Er ist ja komplett perplex. Er fängt an zu pissen, da kriegt er hier eine nasse Unterhose, oder was? Er fuhr gerade komplett quer irgendwo rum, wo man nicht herfährt. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich eigentlich vorbei müsste, aber man kann natürlich auch nicht überreagieren. Sollte man zumindest nicht. Weil ich merke die Reifen schon ordentlich jetzt. Es ist natürlich eine total blöde Situation. Jetzt fängt es an zu regnen, ja. Zu regnen und meine Reifen sind eigentlich jetzt am Ende. Ja. Und kann man dann nicht mehr ewig warten. Das ist es. Ich müsste eigentlich rein. Habe ja schon ewig viele Plätze jetzt verloren, weil die Reifen eigentlich nicht mehr gehen. So, ich hoffe mal, dass das DRS jetzt bei dem Sauber hier funktioniert. Der ist aber auch so schnell, meine Fresse. Da vorne fährt ein Ferrari und dahinter ein Lotus. Genau. Das bin ich und Räikkönen. Kimi fährt jetzt rein. Ja, ich bleibe jetzt einfach nochmal eine draußen. Auch wenn ich mir da jetzt vielleicht dadurch alles verkacke. Weil die Reifen eigentlich im Niemandsland Arsch sind. Sieht es ja. Upsala, sorry. Ach nee, kein Thema. Also wenn man das jetzt mal sieht, also was für ein Unterschied das ist. Guckt euch das mal an. Reifenperformance. Aber es fängt richtig an, also wir merken, dass wir in der Eifel sind hier. Jetzt die Frage, auf was wechselst du gleich? Weil wenn das so schnell weiter regnet... Das stimmt ja. Ich bin mir recht unsicher gerade. Jetzt sehe ich davon die beiden Force India. Also ich muss echt sagen, der Reifen geht super. Und mit der Anlaufphase, wie du gesagt hast, springen hier über die Schikane. Also das dauert nicht mehr lange, dann ist die Intermediate-Zeit, aber ganz sicher. Also wie dunkel das ist und wie das regnet. Das macht auch schon leichte Schlieren am Boden von Gischt. Die Resta ist Dritter.
Ja, das ist Wahnsinn da vorne. Also die sehen sich jetzt mit Sicherheit das Ende des Rennens herbei. 20 Runden ist leider erst 2/3 gefahren für die. Jetzt fangen wir schon an zu rutschen jetzt. So, jetzt überlegen wir mal. DRS deaktiviert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wirklich so schnell mal die Strecke nass war. Also wir hatten jetzt ja Light Rain gehabt in Silverstone. Da waren da so ein paar Fizzeldinger das ganze Rennen über. Das wurde dann auch noch komplett nass, aber das hier. Das ist schon ordentlich. Räikkönen auf der 13. Hier sehe ich gerade, ich bin auf der 14. Guckst du jetzt noch weiter rum oder bist du schon drin gewesen? Ich war schon drin. Hast du Inters geholt? Ja. Läuft es? Also ich rutsche zumindest nicht. Ob es schnell ist, ist eine andere Frage. Mal abwarten. Gucken, wie das jetzt aussieht. Also ich kann noch 35er tiefe Zeiten fahren. Ich glaube, das geht auch nicht mehr ewig. Grosjean ist 2. Und der große Meister natürlich ganz vorne. So, alles gut. Ich dachte gerade, ich würde die ganze Zeit auf Fett fahren. Das wäre natürlich ein Desaster gewesen. So, noch jetzt wird schon die Sicht nass. Ja. Ich rutsche hier auch. Die haben durchdrehende Räder, die KI. So schnell wurde das noch nie nass. 4 Sekunden ist irgendjemand hinter mir, das ist die Resta. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja eben schon wechseln können. Dann hätte ich ja sagen können, ich fahre rein, aber das ist jetzt in der Runde auch so nass. Eben ja noch die 35er Zeit gefahren, habe ich ja noch gesagt. Und jetzt komme ich hier mit 1,45 drüber. Also abenteuerliches Ding. So, richtige Reifen haben sie zumindest jetzt schon mal hier am Start. 8 Runden haben wir noch. Jetzt muss ich hier warten. 2 Autos vorbei, eine Sekunde verloren, das waren die Force India. Und Button auch genau hinter mir dann. Oh, das passt nicht. Warst du das? Ja. Oh, okay. Meiner hat schon wieder geflucht. So, jetzt habe ich auch gemerkt, dass DRS aus war. Jetzt haben wir es anders als in Kanada noch. Wir dann mit Trockenreifen gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor mir auch schon drin waren. Also Grosjean ist auf der 2. Da vorne blinkt irgendjemand, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das dürfte Grosjean sein, glaube ich. Nee, der hat 10 Sekunden Vorsprung, das ist eine Überrundung. Ja. Bianchi. Ex-Teamkollege. Der hat aber auch schon die Inters drauf gehabt.
Gespannt, wie weit es nach vorne noch geht, aber normal ist, wenn die jetzt auch gewechselt haben. Ja, Alonso ist immer noch Erster, dann kommt Grosjean und dann eben wir zwei. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir jetzt durchfahren können mit denen. Ja, wenn es so weitergeht. Dann wird es noch auf Wettreifen gehen. Dann wirst du das merken, dann rutscht es ohne Ende. Also du kannst dir als Indikator schon ganz gut merken, wenn du rumschaltest, du musst auf die Temperatur von den Reifen gucken. Also wenn das wirklich blau aussieht, der Reifen, dann wird er nicht mehr wirklich warm. Dann bietet er keine Haftung mehr. Dann wird es dann Zeit zu wechseln. Ich zeige euch das mal gerade hier. Da ist alles grün. Also momentan ist der noch perfekt. Hast du einen Fehler gemacht? Ja, ein bisschen Quersteher-Ausgangs der Kurve, wo du mich überholt hast. Ja, also in der Mercedes-Arena-Ausgang. Jo. Aber der Typ ist hinter dir noch nicht vorbeigekommen. Ja, das ist Bianchi. Ach so, ist nicht schlimm. Also ich weiß nicht, wir haben irgendwie eine Affinität für Regen in der Saison. Ich habe keine Ahnung. In jedem Rennen hier gefühlt. Kanada. Das stimmt, ja. Silverstone. Und jetzt heute wieder. Also Ingenieur, es wäre mal ganz schön, wenn du nicht immer nur Quatsch erzählen würdest, sondern mal sagen würdest, wie das vorne aussieht. Ob ich da aufhole. Damit du gesagt, Standard Refs, glaube ich, war das. Wow. Wow, wow, wow. Also wenn man gerade schon mal erzählt hatte, von wegen hier Reifentemperatur, also man sieht schon, dass die Hinterreifen nicht mehr ganz so grün sind wie eben noch. Das rutscht jetzt auch. Merkst du das auch? Jupp. Also ich weiß ja nicht, was bei denen 44% heißt. So ein Monsun hier. Da hast du recht. Ja, mega schön. Sieht ja aus wie Malaysia. 13 Sekunden sind die vor mir. Ne, die werden blau. Reifen. Jetzt müssen wir mal auf neutral. Ja, ja. Da hinten sehen wir jetzt. Die Rester schießt mich fast ab, alter Schwede. So, und ich krieg die Strafe. Willst du mich verarschen? Das ist genau der gleiche Käse, den ich eben hatte. Ganz am Anfang des Rennens. Ach komm. Causing a collision mit Sicherheit. Ja, sicher. Ich weiß noch nicht, das Spiel hat irgendwie eine merkwürdige Wahrnehmung, was das angeht. Also wenn Autos hier in die Karre fahren, bekommt man immer permanent die Strafe. Ich weiß auch nicht. So, da vorne fährt ein Auto rein. Das müsste ja nicht normal so Grosjean sein. So, ich bin drin. Ich hole mir auf jeden Fall die Stewards ab. Mich überholt ein Mercedes in der Boxengasse. Ach komm, hör halt auf. So, also ich bin fertig. Also, ich habe alle vier Reifen gefahren jetzt. Mehr haben wir nicht mehr. Alonso unbeeindruckt, oder was? Das wäre jetzt bitter gewesen, wenn die dir da erst die Strafe abgenommen hätten. Ja, da war ich ja jetzt schon höchst froh, dass das nicht passiert ist. Also Leute, das Rennen hier hat echt alles. Auch Sachen, die man nicht gerne sieht. Strafen. Ja, ich verliere wahrscheinlich jetzt dann die Punkteränge. Das Problem ist, wir wissen ja nicht, wie weit die hinter uns waren. Button ist mir im Heck. Wir hatten es ja schon mal gehabt, dass die Autos nicht rein wollten. Dass die wie die Berserker dann mit den Trockenreifen draußen geblieben sind. Vielleicht machen das jetzt ja auch wieder welche mit den Inters, dass sie durchfahren wollen. Vielleicht hast du mal eine Chance. Also gerade war auf jeden Fall schon eine große Welle in der Box. Das ist scheiße.
scheiße. Die Strafen, wie es bei mir, das war perfekt. Dann hast du noch Zeit, das wieder auszubügeln. Aber was zum Teufel soll man machen, wenn sowas passiert? So spät. So, wer ist das da vorne? Das ist nicht Grosjean, der hat nämlich 16 Sekunden Vorsprung. Also was fahren die da vorne? Das ist Freund Chilton, also mein Ex-Auto. Da grüße ich doch mal ganz lieb. So, muss ich mir außen mal vorbeischlängeln hier. Wow. Vom Benzin aus. Optimum. Das hat ja auch keinen Sinn, jetzt da vorne wie so ein Berserker aufholen zu wollen. Der hat 16 Sekunden Vorsprung. Der verliert jetzt auch nicht so viel. Ja, ich bin auf der 10 wieder raus. Ja, Gott sei Dank, die sind ja noch Punkte machbar. Muss gleich mal gucken, wenn der Sektor kommt, wie weit die vor dir sind, weil du die nicht sowieso sehen kannst. Ja, Rosberg und ja, war der andere Hülkenberg, glaube ich. Sind direkt vor mir. Ich habe das Gefühl, die sind wahnsinnig schnell. Im Regen. Ich auch den Grosjean da vorne jetzt sehe. Nee, Rosberg und Räikkönen sind vor mir. Hülkenberg ist hinter mir. So, 14,9. Also er hat jetzt eine Sekunde vorne verloren. Also doch nicht so schnell, wie ich dachte. Haben wir denn noch? 27, also noch 4 noch. Das heißt, ich müsste in jeder Runde 4 Sekunden aufholen. Das kann sich auch komplett knicken. Um überhaupt noch ranzufahren. Jetzt hat er 14. Mal gleich gucken. Ich keinen Fehler mache. War echt Alonso in der Form seines Lebens, ey. Der gewinnt das Ding in Silverstone. Absolut überzeugend. Und jetzt das Rennen hier auch wieder. Ja, ist schon abnormal. Ja, der gibt richtig Gas da vorne. Ja, das, was man eigentlich auch mit dem Vettel so ein bisschen zutraut, was er eigentlich auch schaffen könnte, müsste, ne? Dass der mal so was Dominantes abliefert. Keine Ahnung, wo der rumguckt. Ganz am Anfang war der ja noch mal vor mir gewesen. Ich glaube, wo ich die Strafe abgesessen habe. War danach nicht mehr gesehen. Also ich denke mal, weiter vorne... Oder viel weiter vorne wahrscheinlich wird er nicht sein. So, wie sieht's aus? Temperaturmäßig alles gut, aber ich meine, es kann ja eh nicht mehr schlimmer werden. Vom Reifen-Typ her. Monsunreifen gibt's ja nicht mehr. Ja, das stimmt. Mit Spikes. Wegen welchen Paddeln an der Seite. So, wegen Kanu-WM hier. Ich habe das Gefühl, ich gewinne nicht genug. Der hat jetzt 12,8 nach dem zweiten Sektor. Ich will es noch nicht abschreiben. So, kommt drüber. 40er Zeit. 12,0. Ne, der hat nur 2 verloren. Es gibt nichts mehr. Das sind 2 Sekunden zu wenig. Ah, shit. Und ich fahre geradeaus. Schikane total verbremst. Aber du hast jetzt dicke Tuchfühlung da mit den Jungs, oder was? Nee, die ziehen mir weg. Hab mehr mit dem Auto zu kämpfen als mit allem anderen. Ne, der verliert immer so eine Sekunde im Sektor, aber... bringt auf kurz oder lang nicht viel, weil es halt nur noch 2/3 Runden sind. So, bergauf. Gott, das wird aber eben sowas von schnell unfahrbar mit den Inters. Ja, wenn man das gewusst hätte, hätte man ja sagen können, ich wechsle sofort auf die Fullwets. Ja, wie lange waren wir noch auf die Inters? 2 Runden? 3?
Also höchstens 3, würde ich sagen, ja. So, 10,3, nee, nee. Sei denn, es ist er hier und hat einen Fehler gemacht, aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da vorne fährt er auf Start und Ziel. Unten gerade das blaue, das gelbe Pünktchen. Das ist halt wirklich ein Riesenvorteil für mich jetzt auch wieder mit den Gangschaltungen. Mit der Short-Shifterei. Ja, das stimmt. Das ist Kette. Ich hoffe mal, dass er mich relativ schnell sieht, der Pick. Aber ich meine, wo soll er hier vorbeilassen? Gut, ich tue mich enorm hart. Und gucken, dass ich wenigstens Platz 10 noch irgendwie verteidigen kann. Was ist mit Hülkenberg? Kommt der irgendwie schwer näher? Er ist direkt hinter mir. Ach Gott. Sondern nicht mal irgendwie jetzt da die Ruhe oder sonst irgendwas, das da recht chillig nach Hause zu fahren. Da musst du echt noch gucken, das ist echt. Der Vorteil vorne schlecht ist, Eltern. Vorne ist, wir drei können und Rosberg werden aufgehalten von irgendeinem Force India, aber ich komme da nicht ran. Ums Verrecken komme ich dann nicht ran. Ja, die müssten sich jetzt schon irgendwie abmelden da vorne. Ja. Das sind 2,5 Sekunden, die bleiben leider Gottes recht konstant. Aber wer weiß, wenn irgendwas ganz Blödes passiert. So, Benzin dürfte er normalerweise hinhauen. So, der erste ist vorbei, Räikkönen ist vorbei. Ja, jetzt greift Rosberg an. Der ist auch vorbei. Die Rester ist es. Ich will mal wissen, auf welchen Reifen der fährt, ob das noch ein Inters-Fahrer ist. Weil wenn, leider nicht. Weil wenn das so wäre, könntest du es ja auch noch packen. Ich hoffe, mir geht das Benzin nicht aus. Das blinkt schon wieder 2 Runden vor Schluss. Soll dann normalerweise kein Thema sein. Der Button ist 16, sowas Sekunden hinter mir. Das ist relativ eindeutig. Aber nach vorne überhaupt nichts mehr zu machen. Jetzt ist Alonso im Ziel. Tja, da können wir wieder nur den Hut ziehen. Das ist heftig, ja. Richtig heftig. Da muss ich aber echt sagen, der hat es echt Bock gemacht, jetzt gerade am Ende auch noch im Regen. Von der Abnutzung auch alles okay. So, da sind wir. Treppchenplatzierung. Der fährt 32,8, der Kerl. Also um Längen, also Hamilton 32,6, aber der ist eben dann nur auf der 5. Gut, nur ist auch relativ. Also wenn man mal guckt, der ist ja schon ein bisschen abseits gestartet von dem, was Rosberg hatte. 3 Plätze Unterschied und Rosberg ist 8er. So, Vettel ist durch. Jetzt müsste als nächstes an Räikkönen kommen. Wo fahrt ihr gerade? Jetzt Start, Ziel, Einfahrt. Ja. So, Rosberg drin. Auf der 9. Da ist anscheinend die Rester wirklich mit Inters rumgeeiert, ne? Ja, der hatte noch Regenreifen. Aber der kam anscheinend gar nicht klar. Also der hat da den Platz gegen Hülkenberg dann am Ende auch noch verloren. Aber alter Schwede, ein Rennen zum Vergessen. Das war ja gar nichts. Ja, die blöde Strafe. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussah. Das war bestimmt ähnlich wie bei meiner. Ja, ich bin halt Dunlop-Kehre rausgefahren, war dann relativ mittig der Fahrbahn. Mhm. Und innen wollte dann, glaube ich, der
der Sutil war es, vorbei. Oder der D-Rester, ich weiß jetzt gar nicht genau. Und ich bin beim Rausbeschleunigen leicht quer und er fährt mir halt dann so leicht, leicht in den Seitenkasten. Mhm. Und dann habe ich die Strafe bekommen. Ja, das ist der typische Quatsch. Das war genau wie bei mir in Bahrain mit dem Bottas oder auch heute da das erste. Die erste Situation, die bei mir dann zur Strafe geführt hat. Aber das war ordentlich. Also der Button auf der 4, also das Auto lief, würde ich sagen. Auch im Regen, wie man auch an dem sieht, dass der da hinter mir einläuft. Hat ultra viel Bock gemacht, wirklich. Auch dieses ganze Durcheinander von hinten aufzuholen. Und dann kamst du ja wieder an mir vorbei. Dann hat es ja gute Strategie, dass du früher auf die Inters gewechselt hast, ne? Mhm. Dann warst du wieder vor mir. Also das war wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit den Rennen, die zum Beispiel jetzt hier in Silverstone, da war ich wirklich drei Viertel des Rennens wirklich vorne. Am Ende hatten wir noch den Kampf mit Alonso, was auch Spaß gemacht hat. Aber das heute hier. Also gebt der Formel 1 Regen, wie man so schon sagt, und die Spannung, die Action, die kommt dann von ganz alleine. Also wirklich geil. Ja, war ein ziemlich geiles Rennen auf jeden Fall, was die ganzen Rahmenbedingungen und so weiter anging. Ich natürlich am Ende mit der 9. Position nicht so ganz zufrieden, wobei ich eigentlich eh dachte, dass Nürburgring ist nicht so ganz mein Fall und wenn ich in die Punkte komme, ist schon okay. Aber natürlich WM-technisch setzt sich da jetzt Alonso schon ein gutes Stück ab. Das stimmt, also ja. Das ist schon ordentlich, was der momentan zeigt. Aber man sieht auf jeden Fall in den Platzierungen, dass sich oder dass das Wetter da eine große Rolle mitgespielt hat. Maldonado sogar hinter Van der Garde. Also Mark Webber auf 12. Also ein bisschen durchgewürfelt ist das Ganze, aber hauptsächlich die ganzen guten Fahrer sind vorne, vor allem auch ein Loban Grosjean, der ist auch sehr, sehr stark gefahren. Von 9 auf 2. Super. Das ist nicht ohne. Auch wie der am Ende dann im Regen dann abging. Da hätte ich im Leben nicht rankommen können. Und der Alonso mit seinen 30 Sekunden, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Eine halbe Minute vor dem zweiten läuft er ein. Und der hat ja auch wirklich da gucken müssen, dass er wechselt. Erst auf die Inters und dann auf die Regenreifen. Oder er hat sich halt wirklich einen Stopp gespart. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Da war ich dann natürlich außerhalb der Reichweite, dass ich es sehen konnte. Aber ja, Hut ab. Ihr seht natürlich dann gleich noch die Standings nach diesem Rennen. Ich glaube, das schiebt sich wieder alles ein bisschen zusammen. Natürlich außerhalb Fernando Alonso, der natürlich da seine Führung ausbauen wird. Aber ansonsten schöne Sache. Button hat gepunktet, Hamilton nicht so viel, Vettel auch nicht so viel. Das ist dann natürlich unser Vorteil. Dein Vorteil ist mein Vorteil, dass die eben hinter Alonso auch nicht viel Punkte machen konnten. Ich denke mal, ich rück da jetzt noch ein bisschen näher. Und teamtechnisch für euch war es natürlich klasse heute mit den 25 Punkten. Dann deine 2 noch dabei, 27. Und wir haben 27 geholt, McLaren, Mercedes. Also das wird schon interessant und ich glaube auch, dass die nächste Strecke dir wieder liegen wird in Ungarn. Da haben wir dann hoffentlich mal durchgängig trockene Bedingungen. Ich hätte nichts dagegen. Ja, und da sind wir doch eigentlich durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet dann nächste Woche wieder ein, wenn wir in Ungarn aufschlagen. Genauso ist es. Ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Jetzt gleich noch eben die Standings und dann auch von meiner Seite natürlich danke fürs Zuschauen. Hat wieder viel Spaß gemacht. Hoffentlich ja, euch auch. Und dann sehen wir uns, wie Baumi gerade erwähnt hat, nächsten Samstag um 14 Uhr geht's dann los in Ungarn. Ich freue mich drauf und dann bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao. Also ich denke, wenn ich behaupte, dass das eins der besten Rennen war, die Barney und ich zusammen gefahren haben, dann lege ich mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster. Wahnsinn, was da drin war. Alle Reifentypen gefahren. Trockenreifen, Regenreifen, Intermediates, alles dabei. Gefühlte 10 Boxenstopps für jedes Auto. Und noch nie habe ich wirklich so einen Regen gesehen in diesem Spiel, dass es so schnell so nass wurde. Tolles Ergebnis für mich. Für Barney leider am Ende nicht so erfolgreich, aber hält nach wie vor natürlich den tollen dritten Platz, 92 Punkte. Hamilton ist natürlich noch in Schlagdistanz, das sind 12 Punkte. Wir müssen eben nur aufpassen, dass uns der Fernando Alonso jetzt nicht komplett da oben abhaut. Räikkönen punktgleich mit Barney, dann haben wir Rosberg, Vettel, Grosjean und dann ich schon mit 76 Punkten, Webber mit 72, also es ist sehr, sehr eng. Das ist im Prinzip von der 9 bis zur 3, das sind nur 20 Punkte, wir wissen 25 Punkte gibt's für einen Sieg, also da ist einiges noch gebacken. Ferrari mit der Schnapszahl 222, dann Mercedes, Lotus und Red Bull relativ dicht beisammen und dank Jensen Button, der heute auch sehr gut gepunktet hat, jetzt mein McLaren-Mercedes-Team auf der 5 mit 127 Punkten. Und wie vorher schon gesagt, jetzt geht's
nach Ungarn, eine Strecke, die normalerweise für gutes Wetter steht. Da ist es meistens heiß und ich mag sie, der Barney mag sie und ich denke mal, da werden wir ein sehr gutes Ergebnis rausfahren. Ich hoffe, ihr seid dabei, hat mich gefreut, macht's gut.